Oh mein Gott, oh mein Gott. Ladies and Gentlemen, es ist pünktlich 15 Uhr und ich sehe einen neuen Reiter hier. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das Avatar-Update ist live. Wir lehnen uns zurück und boom, here we go. Das ist der Battle Pass. Er läuft ab in 20 Tagen, 16 Stunden und 58 Minuten, aber das ist ja egal. Schließe Aufträge ab, um deinen Chi zu erhöhen. Du hast die Elemente gemeistert. Here we go, Leute. Wie geil ist das bitte? Hängegleiter Upper haben wir auch hier. Können wir uns auch angucken. Der wird gratis sein, soweit ich verstanden habe. Okay, wir graden jetzt ab. Premium, Belohnungsweg, beinhaltet das Outfit Ang. Upgrade, 1000 V-Bucks. Erhalte sofort den Fortnite-Stil und Lego-Stil des Outfits Ang. Wollen wir machen. Okay, ich bin bereit. Für Avatar. Da ist er, Leute. Oh mein Gott. Wie cool er bitte aussieht. Haben ihn freigeschaltet. Ausrüsten und einfordern. Okay, Freunde, wir gucken uns den Battle Pass jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe schon ein paar Sachen freigeschaltet, aber das ist kein Problem. Wir werden jetzt gleich sowieso den kompletten Battle Pass einmal durchkaufen. Ich werde euch alle Sachen nochmal einzeln zeigen. Ganz wichtig, 20 Tage geht das Ganze noch. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier oben an. Alle Sachen, die ihr hier oben seht, sind komplett gratis. Das heißt, ihr könnt die mit Aufgaben freischalten. Wir haben einmal ein Emote Spray hier. Ein Rückenaccessoire. Das ist das Banner der vier Elemente. Finde ich eigentlich ziemlich hässlich. Aber dadurch, dass es vier verschiedene Versionen sind, ist es schon wieder ganz cool. Passt halt mega gut zu Ang auf jeden Fall gerade. Dann haben wir einen Levelaufstieg. Die vier Elemente. Ladebildschirme sowieso immer geil. Das ist was für die Ewigkeit, Freunde. Nochmal ein Levelaufstieg. Oha, schon zwei Level auf jeden Fall. Was ist das? Gitarre nicht ganz so wichtig. Drei haben wir mittlerweile schon. Meine Kohlköpfe, beschützt sie mit deinem Leben. Aber ich habe schon mitbekommen, das ist so ein Insider-Ding auf jeden Fall bei Avatar. Seht ihr noch irgendwas? Präsentiert den Kohlkopf. Wer war das? War das Aang? Boah, hat im Ronaldo-Style einfach gerettet. Lachende Toff. Sind wir immer noch auf der ersten Seite? Ich glaube, das ist das letzte. Vier Stück. Vier Stück. Ich kann irgendwie nicht zählen, Mann. So, das war der untere. So, das war der obere Teil auf jeden Fall. Ah ne, da fehlt noch was. Sokkas Weltraumsch bekommt ihr auch noch. Geschmiedet aus einem Meteoriten. Auch dieses Schwert ist komplett gratis. Das gilt übrigens auch für den Hängegleiter, den wir hier haben. Den bekommt ihr aber erst, wenn ihr alle sechs Chakren zusammen habt. Und das wird noch ein bisschen dauern. Wir können uns das mal ganz kurz mit den Aufträgen angucken. Das ist nämlich absolut geisteskrank. Es fängt mit dem Wasserchakra an und dann kommt das Erdchakra. Das dauert aber noch zwei Tage. Das Ganze geht ja ohnehin einfach, hier steht ja 20 Tage, bis zum 3. Mai. Und dann ist es vorbei, also fast drei Wochen noch. Das heißt, ihr habt noch sehr, sehr viel Zeit dafür. Aber gucken wir uns mal die Sachen an, die man mit Echtgeld kaufen kann. Verdutzter Ang. Oh, ist ganz lustig. Banner-Symbol. Levelaufstieg, das sind schon fünf Level, die ich gleich bekommen werde. Angst, Luftsphäre. Oh, das ist sehr geil, Mann. Das ist schon eigentlich ein Must-Have für jeden, der irgendwie Avatar-Fan ist, würde ich sagen. Nochmal Levelaufstieg, sechstes Level. Momo-Mitbringer. Oh, der Backblick ist sehr geil. Den habe ich sogar schon in der Serie gesehen. Nochmal Levelaufstieg. Jetzt fängt es aber langsam richtig an. Avatar Ang ist ein Spray. Spitzhacke. Was ist denn die Spitzhacke? Was ist das denn? Okay, sieht aus wie ein Stock, Mann. Ich hasse Stöcke einfach. Nochmal Levelaufstieg. Ang im Avatar-Zustand. Das ist, glaube ich, so einer der geilsten Skins hier in letzter Zeit gewesen. Sicherlich nicht der geilste Skin ever. Ich meine, der Typ hat eine Glatze. Aber er sieht schon bodenlos heftig auf jeden Fall aus. Ich würde sagen, wir kaufen uns das Ding hier komplett durch. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal in-game. Und wir gucken uns nochmal die Aufgaben an. Belohnung kaufen. Was ist das denn hier? Ey, hier ist ein Fehler, Mann. Was ist das denn? Okay, Belohnung kaufen. 1500 V-Bucks. Macht das auf gar keinen Fall nach. Und wenn doch, auf jeden Fall sehr gerne mit Creator Code Wannabe im Item Shop, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Und die vier Level einfordern. Der komplette Battle Pass ist freigeschaltet. Here we go. Bis auf den Upper Gleiter, aber das geht jetzt noch gar nicht. Ladies and Gentlemen, es ist endlich soweit. Wir schauen uns das erste Mal Ang in seinem Avatar-Modus an. Ich bin schon sehr, sehr hyped drauf. Übrigens, kleiner lustiger Funfact. Ich glaube, jede Runde, die ich heute gestartet habe, war einfach eine Runde im Dunkeln. Keine Ahnung, warum das Ganze so ist. Der Gleiter muss gleich noch weg, dann haben wir es. Ja, ich finde, das sieht so krass aus mit diesem Leuchten einfach. Viel, viel geiler als die normale Version. Oh mein Gott, epische Kiste hier. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Oh, hier landet, glaube ich, noch einer. Oder was für ein Fisch? Sniperino, das ist doch auch kein Zufall, Lino. Okay, gucken wir uns das Baby hier mal an. Ich sag extra Baby, weil er keine Haare hat. Oh, er sieht so brutal gut aus, ne?
Ich glaube, ohne Backbling wäre der sogar noch geiler gewesen. Aber ich mag irgendwie diesen Backbling, den er dabei hat. Erinnert mich ein bisschen an diesen Grogu. Ihr wisst schon, Baby Yoda. Der macht doch Geräusche. Wie cool ist das denn bitte? So, wir holen uns jetzt mal kurz eine mythische Fähigkeit. Zack, her damit. Und dann werde ich euch gleich mal erzählen, wie das Ganze mit den verschiedenen Aufgaben in den nächsten Wochen aussieht. Und zwar gibt es dafür schon fixe Daten. Und zwar, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ihr am Ende einfach den Uppergleiter freischalten könnt. Dafür müsst ihr, oh mein Gott, was ist das denn hier? Nochmal die Fähigkeit. Einfach in Summe insgesamt 6 verschiedene Chakra machen. Das Ganze fängt an mit dem Wasserchakra. Das ist ja jetzt schon live. Dann am 15. April kommt das Erdchakra. Übrigens müsst ihr für jedes Chakra, was ihr da macht, 4 verschiedene Aufgaben machen. Ich glaube, es gibt mehr als 4, aber 4 Stück sind auf jeden Fall verpflichtend. Dann kommt das Feuerchakra, das wird am 18. April stattfinden. Gefolgt vom Air-Chakra, das am 22. April live geht. Und dann geht es einfach richtig ab, denn dann kommt das Lichtchakra und das Soundchakra. Und das geht am 25. April live. Und wenn ihr das alles fertig habt, dann kriegt ihr den Gleiter gratis. Irgendwie ist das schon ziemlich viel Arbeit, was man machen muss, ne? Aber ich glaube, am Ende wird sich das lohnen, weil es wirklich ein sehr, sehr geiler Gleiter ist. Und überlegt mal bitte, dieser Gleiter und auch dieser Skin hier, die werden nie wieder zurück in Fortnite kommen. Das heißt, überlegt euch sehr, sehr weise, ob ihr den haben wollt oder nicht. Das ist eine Entscheidung für die Ewigkeit. Danach ist einfach vorbei. Ich finde auch geisteskrank, dass hier überhaupt gar kein Gegner ist. Was ist das denn bitte? Oh, da ist einer. Endlich ein Gegner, nachdem mein Luftrad gerade kaputt gegangen ist. Hier irgend so ein kleines Wiesel. Was machst du hier, hä? Du machst doch locker Auge. Weil ich der Avatar bin. Und du nicht, Junge. Weil er doch geschallert. 290. Wir sind wieder back on track. Ich wollte eigentlich sogar hingehen. Oh, da kommt der Zug sogar. Und euch noch vorlesen, was Fortnite zu den einzelnen mythischen Fähigkeiten geschrieben hat. Habt ihr mitbekommen, dass nochmal 3 neue reingekommen sind? Über die Wasserbändiger-Fähigkeit haben sie auch was geschrieben. Aber das ergibt sich eigentlich fast von selber und deswegen macht es wirklich Sinn. Wir gehen das Ganze auf jeden Fall gleich nochmal kurz durch. Ich werde euch die Fähigkeit natürlich nochmal zeigen. Es gibt viele da draußen, die das noch gar nicht gesehen haben, was einfach geisteskrank ist. Aber überlegt euch das Ganze auf jeden Fall, Leute, ob ihr den Battle Pass durchspielen wollt. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze ja kostenlos machen oder einfach für 1000 V-Bucks. Müsst ihr nicht machen wie ich, dass ihr dann nochmal 1500 V-Bucks ausgebt, sondern macht in Ruhe einfach die Aufgaben und schaltet die Sachen frei. Guckt mal ganz kurz auf die Auftragsseite. Hier ist nicht mehr viel vorhanden. Hier steht, lande nach einem Sprung aus dem Bus im Wasser. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ah, ich bin einfach auf der Kiste gelandet. Das war der Fehler. Und ansonsten habe ich hier auch, glaube ich, gar keine Aufgaben mehr. Ja, das war's dann auch. Zusätzliche Aufträge sind verfügbar in den nächsten 2 Tagen. Das kommt hin. Was mache ich denn hier gerade? Also ich habe in den letzten Stunden schon sehr viele Leute gesehen, die auf jeden Fall mit den mythischen Fähigkeiten unterwegs sind. Die kommen sehr, sehr gut an. Das war ja teilweise bei Star Wars zum Beispiel schon mal komplett anders, dass die Leute gar keinen Bock darauf hatten. Und mit der Luftbändiger-Fähigkeit ist gefühlt jeder unterwegs. Boah, was passiert hier heute? Ey, ich bin richtig gut mit der Sniper dabei. Ich glaube, ich bin einfach besser, wenn ich nicht reinscope. Keine Ahnung, warum das Ganze so ist. Ich bin ein Sonderfall. Der ist doch gar nicht tot. Da ist ein Teammate dabei. Also, schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr den neuen Angstgen findet. Ob Fortnite das Ganze gut gemacht hat. Oh, da sind nochmal 2. Tot. Ich verstehe es einfach nicht. Die haben den Fehler immer noch nicht behoben. Das ist eine schallgedämpfte Sniper. Aber die ist natürlich nicht schallgedämpft. Und da ist auch noch einer. Was ist das für Gegner heute, Mann? Was passiert hier? Ang, du lockst komische Leute an. Weißt du das eigentlich? Ich habe nicht mal geile Waffen oder so dabei. Ich will mal gerade nachschauen, ob die mythischen Kisten noch vorhanden sind. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe es im letzten Video auch schon mal ganz kurz erwähnt gehabt. Fortnite hat gewisse Dinge in diesem Update dann auch gewolltet. Und zwar gibt es jetzt einfach gerade die Zeusblitze nicht mehr. Die Hades-Chains sind rausgenommen worden. Und damit das Ganze hier angeblich besser passt und auch besser funktioniert, haben sie gleichzeitig auch die Icarus-Schwingen rausgenommen. Was ich schon ziemlich krass finde. Man hätte auch alles auf einmal drin lassen können, meiner Meinung nach. Was ist denn jetzt hier eigentlich drin? Oh, wie krass das denn bitte? Dass ich schon alle möglichen Challenges damit gemacht habe. Luftbändiger-Fähigkeit ist ja auch nochmal vorhanden. Übrigens, kleiner Fun-Fact, Leute. Ihr könnt mehr als eine Elementarfähigkeit dabei haben. Seht ihr bei mir ja auch gerade. Ich habe 2 Erdbändiger-Fähigkeiten dabei. Und sollte die erste einfach einen Cooldown kriegen, könnt ihr auf die zweite übergehen. Ich zeige das Ganze nochmal, ihr seht es ja auch schon. Man kann damit dann einfach 10 Schuss abgeben und das ist schon sehr, sehr overpowered auf jeden Fall. Ich komme mir ein bisschen vor, als wäre ich irgendwie so ein neuer Thanos. Boom, hau weg, Alter. Dann auch genereller Hinweis, ihr könnt die mythischen Fähigkeiten überall auf der Karte finden. Es ist absolut zufällig, welche ihr bekommt.
solltet ihr normale Kisten aufmachen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, die auch fest auf der Karte zu finden. Und zwar gibt es sogenannte Tempel. Habe ich euch wahrscheinlich im Verlauf auch schon mal gezeigt, der letzten Videos. Und zwar müsst ihr dann einfach nur bei fixen Orten landen. Und da bekommt ihr zu 100% dann auch das Element, was ihr haben wollt. Ich glaube, in Summe gibt es insgesamt 8 verschiedene dieser Tempel. Sollte also easy peasy möglich sein, eins der Elemente zu bekommen. Und ich würde sagen, so Ersteinschätzung. Wasser und Luft sind mittlerweile, glaube ich, so die, die am besten sind. Im No-Building-Modus würde ich sogar sagen, da würde ich die Erdbändiger-Fähigkeit auf jeden Fall mitnehmen. Weil ihr halt einfach diese Wände hochziehen könnt. Habe ich, glaube ich, auch schon 1000 Mal gesagt. Ich habe nur keinen Bock, irgendwie No-Building zu spielen. Falls ihr das gerne spielt, dann ist das auf jeden Fall the way to go, glaube ich. Dann würde es vielleicht sogar Sinn machen, 3 mitzunehmen. Wobei das schon geisteskrank viel wäre. Wahrscheinlich macht das sowieso keiner. Aber 2 Stück würde ich jetzt Stand jetzt auf jeden Fall in jeder Runde mitnehmen. Und zwar einmal die Wasserbändiger-Fähigkeit für Kondition. Wir haben hier sehr viel Wasser auf jeden Fall auf der Karte. Und die zweite auf jeden Fall die Luftbändiger-Fähigkeit. Ich finde die vom Wasser einfach gerade nicht. Gerade wo die Mobilität jetzt so eingeschränkt ist, macht es absolut Sinn, damit hier rumzufahren. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, das Ding ist auch geisteskrank laut. Hello there. Schmeckt gut, oder? Weißt du, was mir nicht schmeckt? Dass der Schalldämpfer nicht funktioniert. Lol, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das tut weh, Mann. Das tut richtig weh, gerade wo ich jetzt auch den Kill noch mache. Hast du denn verstanden? Ist das dein Kumpel? Jetzt gleich nicht mehr, würde ich mal sagen. So, her mit der Fähigkeit. Übrigens, wenn ihr die Erdbändiger-Fähigkeit mit diesem Medaillon hier zusammen kombiniert, dann ist das Ganze einfach nur geisteskrank. Ich werde es mal versuchen, an den Typen zu demonstrieren. Ich habe das in so einem TikTok gesehen und jetzt ein bisschen abgewandelt, aber ich finde das einfach nur geisteskrank. So, wartet mal ab. Wir müssen einmal nach vorne springen. Dann machen wir das hier. Und ich habe komplett gefailt. Oh mein Gott. Oh Gott, ich krieg's halt überhaupt nicht hin. Also die Theorie ist relativ einfach. Und zwar smashen wir einmal mit den Steinen hier rum. Dann benutzen wir diese Teleport-Fähigkeit, um nach hinten oder nach oben zu gehen. Blöde ist nur, das Ding ist jetzt gerade nicht aufgeladen. Oh mein Gott, ist das weit geflogen. Ich habe das Ganze mit der Pumpgun gesehen. Das hat unnormal gut funktioniert. Dann sollte das doch hiermit eigentlich auch klappen. Aha, der smasht auch irgendwas auf mich. Wo willst du hin, mein Freund? Also mit der Pumpgun geht das Ganze auf jeden Fall. Ich bin der Avatar. Gott. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst vor mir bekommen. Können wir den eigentlich runterhauen? Also ich zeige euch das gleich nochmal. Ich krieg das selber nicht hin. Was soll ich machen? Das ist gerade richtig unangenehm. Oh Gott, wo ist der Typ? Es hängt alles gerade ein bisschen. Holt den doch safe wieder, oder? Dann setzen wir das Ding hier mal kurz ein. Das ist doch einfach nur geisteskrank. Wie will der den wiederholen, wenn ich hier alles kaputt mache einfach? Du hast keine Chance, Mann. Boah, da kommt der Nächste. Bitte einen kleinen Schmackofatz haben, ja? So, ich glaube, der ist wirklich abgehauen. Es sind doch nur noch 10 Leute am Leben. Das ist irgendwie eine geile Runde und gleichzeitig eine sehr, sehr seltsame Runde. Oh, da wurde noch einer wiederbelebt. Das könnte der sogar gewesen sein. So, wartet ab. Da vorne sind die beiden. Guck mal, die schießen sogar mit der Eisbändiger-Fähigkeit, die ich eigentlich haben will. Beziehungsweise die Wasserbändiger-Fähigkeit. Er schießt ja mit Eis. Wir können jetzt von hier hingehen. Einmal smashen. Dann gehen wir nach oben. Das klappt irgendwie nicht so geil, wie ich gedacht habe. Ey, das sah im TikTok viel besser aus. Vergesst das alles wieder. Abbruch, Mann. Geht das denn mit der Pumpgun? Krieg ich das hin? Ich glaube, ich bin einfach zu lost dazu. Ich krieg's nicht hin. Ich wollte die ganze Zeit schon wissen, wie viele Wände man aufstellen kann. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Kannst du mehr als eine Wand aufstellen? Damals bei der Eisfähigkeit konntest du 2 machen. Nach vorne und hinten. Ich stell mal eine auf und dann gucken wir gleich, ob die andere verschwindet. Und ja, man kann nur eine setzen. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen blöd. Aber wenn ihr Teammates dabei habt, ist dann wieder auch relativ gut, ne? Kannst du 4 Stück auf einmal bauen. Aber 8 Stück wäre halt geisteskrank gewesen. Hätte keine Skybase bauen können. Ich stehe jetzt noch nicht, wo die Gegner hin sind. Wo ist der andere hin? Dein Teammate hat dich verlassen, mein Freund. Hat die Feuerbändiger-Fähigkeit zurückgelassen. Nehmen wir mal mit. Ich wollte eigentlich Wasser haben. Weil Wasser heilt einfach Kondition, wenn du im Wasser drin bist. Allerdings ist das Ganze nicht so, wenn du außerhalb der Zone bist. Ich wusste das Ganze nicht. Ich habe es dann selber getestet und es ist wirklich so. Das geht nur, wenn du innerhalb der Zone bist. Wäre sonst einfach viel zu overpowered. Das Ganze hält, glaube ich, sogar so 3 bis 5 Sekunden. Also schon ziemlich, ziemlich viel. Voraussetzung ist halt nur, dass du im Wasser auf jeden Fall bist. So, luftbändiger Fähigkeit einsetzen. Dann sollten wir easy peasy die Zone kommen. Boost noch nutzen. Nach oben springen. Und ab die Fahrt. Gott, das ist auch nicht in der Zone. Es ist voll krass. Die Zone ist noch so groß. Und es sind noch 6 Leute gerade mal am Leben. Die haben sich ja diese Runde wieder alle voll gegeben, glaube ich. Übrigens haben sehr viele Leute in die Kommentare reingeschrieben, dass die Luftbändiger-Fähigkeit ihre Lieblingsfähigkeit ist. Kann ich auch absolut nachvollziehen.
Das Voting ist auf jeden Fall schon vorbei. Wobei ich eigentlich gedacht hätte, viele Leute tippen vielleicht auch auf Feuer, weil Feuer einfach ziemlich cool ist. Ist allerdings sehr, sehr schwer. Guck mal, ich kann einfach so in dein Auto gleich einsteigen. Hey, Jungs. Ich fahr kurz... Hallo, ich will mitfahren. Was ist das denn? Es ist ein Drive-By. Wuhu. Oh, ich habe sein Auto weggekickt. Okay, das ist Mythbusting. Oh mein Gott. Was war das denn, Geisteskrankes? Holy moly, ich habe sein Auto damit gestoppt. So, wir testen es nochmal. Guck dir das an. 85. Ich bin halt einfach zu lost dazu. Wenn du richtig nach hinten springst, kannst du nochmal schießen. Und dann zockst du ihm einfach 170 damit ab. Und dann ist der auch weg vom Fenster. Das war schon mal der erste. Oh, das ist der zweite. Ich darf die Fähigkeit erst später einsetzen. Aber es hängt alles. Seht ihr das? Es ist irgendwie alles in dichten Nebel gehüllt. Lol. Da ist noch einer. Feuerfähigkeit. Oh, er ist auch tot. Hallo. Ich kann nichts bauen gerade. Oh, er smasht auf mich. Hä, der hat hier alles dabei. Aber ich finde auch geil, dass die Community so mitmacht und jeder diese Fähigkeiten einsetzt. Willst du mich jetzt irgendwie umfahren oder was? Oh, jetzt greifen die beide an. Kurz mal ein bisschen durchladen hier. Lass mich mal ganz kurz nachladen, meine Wumme. Ich habe nur 3 Schuss. Kannst auch gerne ein paar Steine haben, wenn du dich damit besser fühlst. Boah, er hat mich fast geholt. Er hat mich fast geholt mit der Fähigkeit. Da kommt noch einer. Jetzt wird es gerade ein bisschen brenzlig. Hier sind sehr viele Gegner in der Endzone. Fast keine Mets mehr. Na, na, na. Du holst mich jetzt nicht weg damit. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, Leute, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das Ganze hier noch gewinnen können. Sieht gerade ein bisschen schlecht irgendwie aus. Die gehen alle auf mich drauf. Mal ganz da hinten ist, glaube ich, noch einer. Yo. Boah, habe ich den weggeholt. Es wird besser mit der Sniper. Oh, oh. Doch nicht. Hat den, glaube ich, wieder geholt. Müsste noch einer sein. Ja, beide weg. Es sind noch 2 Gegner. Und ich habe noch gefühlt 31 HP. Der 31er hat 31 HP. Das ist ja richtig geil. Was bringt mir das jetzt? Keiner hat Wasser dabei. Oh mein Gott. Holen wir den epischen Sieg noch oder nicht? Das mit 31 HP. Boah. Jetzt läuft's. Let's go. Oh mein Gott. 2 Shots am Ende. 2 Kills. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ich sag doch, die Meta bei mir ist einfach ohne Scope. Keine Ahnung warum.